Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wie es aussieht, habe ich hier an der Stelle vom letzten Mal doch so einiges vergessen gehabt, übersehen gehabt. Und ja, wir sind auch gerade aktuell auf der... Ich glaube, da drin haben wir schon eigentlich alles gehabt, da gab es nichts. Aber wir haben festgestellt, wir sind extrem stärker geworden, um hier gegen alle anzukommen. Und daher bin ich jetzt auch noch gewillt, auf der Jagd zu sein gegen alles, was wir hier finden. Wir sind ja schon stark genug gegen die Orks auseinanderzunehmen. Drachensnapper will ich auch noch ausprobieren, ob... Das sieht aus wie ein Grafikfehler. Das ist ein extremer Grafikfehler. Speicher mal. Ich habe jetzt Angst, was passiert, wenn wir dagegen laufen. Okay. Ist nur ein Grafikfehler. Kein, also nicht verbuggt oder sowas, nur... grafisch nicht so schön, sagen wir mal so. Boah, ich stelle mir jetzt die Frage, bei den ganzen anderen, hier zum Beispiel die Höhle waren wir ja schon, aber hatten wir auch alles geschafft gehabt, hier auszuschalten, kaputt zu machen, zu besiegen? Ich weiß es nicht. Wir haben ja gerade unten gespeichert. Okay, hier gab es jetzt niemanden. Ist jetzt nur die Frage, wie sieht's auch oben aus. Gab es hier noch jemanden? Okay, hier haben wir alle ausgeschaltet. Dann gehen wir hoch. Dann gehen wir noch weiter nach oben. Na, ich finde das super. Wir sind mittlerweile... Okay, von der Rüstung her... reicht mir das noch nicht? Da hätte ich gerne die schwere Drachenjägerrüstung. Oder was auch immer das Beste hier ist. Vielleicht gibt es hier auch die Erzrüstung. Weiß ich noch nicht. Finden wir aber raus. Aber ich will hier jetzt wirklich auf die Jagd gehen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, alle Orks auszuschalten. Gab es hier noch Suchende? Da vorne schon Vatras, okay. Hier gab es jetzt keine Suchenden mehr. Alle weg. Heilkraut. Hat Vatras die alle verscheucht oder wie? Hat Vatras die alle verscheucht? Alter, was war jetzt gerade los? Mit dem Sound. Was? Ich glaube, Vatras hat die alle verscheucht. Alle Suchenden, die hier noch waren. Oh, hier ist noch ein Feldknöterich. Und noch eine Heilpflanze. Und noch eine Feuerwurzel. Ich stelle mir jetzt wirklich die Frage, sind wir jetzt in der Lage, alles hier auseinanderzunehmen? Selbst die Drachensnapper? Alter, ich habe mich jetzt kurz wegen das hier erschrocken, wegen dem Geräusch, wegen der Krähe. Gab es hier nicht auch noch eine Höhle? Eine versteckte? Hier. Speicher mal. Bevor wir da reingehen. War das nicht die Höhle mit diesen Untoten? Untotenwächtern? Wer weiß, ob wir vielleicht schon... Genau, Schattenkrieger.
Okay, das war doch nicht so. Hat da auch nie so gut gelaufen. Aber hier war das. So, kommt euch hier raus? Wo ist er hin? Okay, das könnte schwierig werden. Das könnte wirklich schwierig. Hör auf! Wenn der immer wieder anvisieren. Wenn der im Anvisiermodus bleibt, das nervt mich, wenn ich abhauen will. So, ich will jetzt nur einen von denen hier raus haben. Hey! Nein! Das war ganz knapp. Wir hätten den geschafft. Wir hätten den schaffen können. Vielleicht muss ich nochmal hier ein bisschen voll machen. Die Gesundheit. Und nochmal so speichern. Mit voller Gesundheit. Und dann könnten wir den schaffen. Aber ich will den Schattenflieger schaffen. Und ich will das Schwert haben, was da drin ist. Hey! Ja! Drei Hände. Knochen. So, gönnen wir uns noch ein paar Heiltränke. Warte mal. So, und speichern das nochmal. Einen haben wir schon mal erledigt. Das heißt, da drinnen gibt es aber noch einen, den wir noch rauslocken müssten. So, da wo ein bisschen mehr Platz zum Kämpfen ist. Nein! Wir haben es geschafft. Okay, nice, perfekt. So, nochmal voll machen. Warte mal. Wir gönnen uns das ein paar Mal. Dann den hier nochmal. Und den. Und speichern das noch einmal. Wir haben ja beide jetzt geschafft. Jetzt will ich wissen, was das für ein Schwert ist, das hier rumliegt. So, Drachenschneide. Lederbeutel. Goldener Kelch. Goldener Kelch. Grobes Breitschwert. Silberkelch. Noch ein grobes Breitschwert. Goldener Kelch.
Grobes Breitschwert, noch ein goldener Kelch. Grober Zweihänder, Schatulle, noch ein goldener Kelch, goldener Kerzenständer. Habt ihr noch mehr? Gucken wir mal, die Drachenschneide ist benötigte Stärke 160, Schaden 190. Wie kommen wir auf 160 Stärke? Gibt's hier noch mehr? Nö. Feuerkraut, das nehmen wir mit. Jetzt ist wirklich, also ich stelle mir jetzt wirklich die Frage, wie kommen wir auf 160 Stärke für dieses Schwert? Das ist jetzt, glaube ich, das Beste, was wir kriegen können. Die Einhandwaffen brauchen wir nicht, aber die Zweihänder. So, die alle sind orkisches Kriegsschwert. Benötigte Stärke 120, aber kann nur 100 Schaden machen. Super. So, aber wir gehen mal weiter. Hier. Genau, den Dude haben wir noch. Gibt es hier noch wieder neue Kreaturen, Viecher? Zum Jagen, zum Umlegen, zu erlegen? Der sieht aber auch ein bisschen aus wie Kavalon. Da vorne ist nichts Neues. Hier war die ganze Zeit ein Suchender. Ja, halt's Maul. So. Alles mitnehmen. Gab es hier auch noch was? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern, ob es hier noch mal was gab. Außer eine Statue. Mit einer Spruchrolle, die ich nicht eingesammelt hatte. So, hier gibt's eine Höhle. Gab's in der Höhle noch was? Abgesehen von Minecrawlern, würde ich sagen. Ja, kommt her. So, Fellknöterig hatten zu plündern. Oh, und noch ein Kronstöckel, Lederbeutel, leichter Zweihänder. Mal gucken, was es unten gibt. Es ging ja noch weiter, auch nach unten. Irgendwo. Da gab es ja noch eine Abzweigung. Stimmt. Was war das hier jetzt genau? Also zu weit entfernt, vielleicht von der Seite. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, also hier weiß ich jetzt nicht, was wir machen müssen.
Na, aber ich finde es super, dass nur noch wenige gibt, die uns was anhaben können hier. Halt die Schattenkrieger. Bei den Drachensnappern weiß ich noch nicht. So, dann wären wir hier. Wir sind dann einmal drumherum, ja. Jetzt stelle ich mir die Frage, oben bei Dingens bei Onas Hof, da waren ja noch ein paar Drachensnapper. So in Richtung Turm, wo Dexter war. Da gab es ja ein paar. Wie stellen wir uns gleich da an, wenn wir gegen die dann versuchen anzukommen, anzutreten? Ich stelle mir auch die Frage, wie das ist, wenn wir hier ohne Nacht des Raben spielen würden. Gäbe es das da? Wenn wir einfach ganz normal Gothic 2 spielen würden, ohne Nacht des Raben. Gothic 2 Classic will ich auf jeden Fall auch mal irgendwann so spielen, wie das dann ist. Ob das dann leichter ist, ob das schwerer ist, weiß ich nicht, aber ich will das auch mal spielen, so einfach Classic. Um zu schauen, wie es sich unterscheidet. Aber ich glaube, ich werde das dann eher, wenn, dann im Stream machen. Anstatt hier auf Dingens, also als Let's Play. Ich glaube, das werde ich dann einfach im Stream machen. So dort, den Classic-Version. Oder, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, aber ich war, wenn diese Folge rauskommt, war ich bei Umut im, also beim Umut unterstrich RRE, war ich beim Gothic-Quiz dabei. Ich weiß jetzt, während ich diese Folge hier aufnehme, weiß ich nicht, wie das dann gelaufen ist. Aber vielleicht habe ich dann auch irgendwann dadurch die Möglichkeit, bei X vs. Gothic auch nochmal mitzumachen. Fände ich mega, wenn ich das könnte, wenn ich da mitmache. Und die liebe Hel wahrscheinlich auch. Würde ich mich freuen, wenn sie und ich dann da auch mal mitmachen würden. Aber auch großes Dankeschön auch an Umut, an dich. Falls du das hier sehen solltest, danke, dass ich überhaupt beim Gothic-Quiz, Anfänger-Quiz mitmachen darf bei dir im Stream. Da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf. So, es sind noch halt paar Wochen hin bis, also für mich noch paar Wochen hin, aber wenn diese Folge hier rauskommt, ist wahrscheinlich schon lange durch, weil ich ja schon sehr weit im Voraus produziere, extra für den Gothic Quiz. So, jetzt will ich aber wissen, hier gab es noch Vargs irgendwo. Die können wir ja jetzt mittlerweile ausschalten, ne? Warte, ne, hier gab es auch Drachensnapper. Hier gab es Drachensnapper. Frage ist, wo waren die? Wo waren die Drachensnapper? Ne, hier ist Sekops Hof. Okay, hier bei Sekop waren die nicht. Die waren weiter in die Richtung, ne? In Richtung Onas Hof. Und hier war ja auch ein Schattenläufer, den wir
So, ich speichere jetzt nochmal hier. Dann will ich jetzt riskieren. Drachensnapper, hierher. Ja. Einen. Noch ein bisschen, komm. Ich hoffe, wir sind... Ja! Wir sind in der Lage. So, speichern. Wir können Drachensnapper besiegen. So, ist nur die Frage, wer kann uns nochmal Stärke unterrichten? Nice. So. Ne, wer ist jetzt wirklich noch in der Lage, uns richtig Stärke beizubringen? Gab's hier nicht noch mehr Drachensnapper? Okay, hier gab's jetzt nicht noch mal Drachensnapper. Schade. Mihai, yeah, I can show you something. Okay. Ist da jetzt was auf falsch übersetzt worden oder also auf gar nicht übersetzt worden? Alles wird gut. Ich ruhe mich nur kurz aus. Was haltet ihr von? Was haltet ihr davon? Da gehen wir noch nicht rein. Ich glaube, da sind wir noch nicht für gewappnet. Wir haben aber auch schon 38 Punkte. Moment mal. Ach nur, hier war ja nichts. Ich rede nochmal mit Torloff. Vielleicht kann er doch mir nochmal Stärke beibringen, meine Stärke erhöhen. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Da muss man mal ganz kräftig dazwischenhauen. Er kann das. Das komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ja, das hat er wirklich. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich wäre mir da nicht so sicher. Wie weit geht das bei ihm? Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Ich habe so einiges gehört. Jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Okay, warte mal, wie viel haben wir jetzt? Stärke 117. So, was wäre jetzt? Also komm mir nicht so an. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Ja, die Einhandwaffen brauche ich jetzt nicht. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Dafür bräuchten wir 135, hier 145 und hier 160. Ich habe was anderes gehört. Meinst du, mir geht es besser? So, ich würde jetzt aber noch mal was futtern wollen. Hier Fleischpflanzen.
nicht, du hast das nicht gewusst. Ich wünschte, es würde ein bisschen schneller gehen hier. Ich finde das aber auch super, wie wir hier am Essen sind. Das hat er doch vorher gewusst. Irgendwann musste es ja so. So, wie sieht's aus? Wir sind voll. Speichern. Warte mal, wie? 2 Lernpunkte haben wir noch. Okay, so, das heißt. Wir brauchen aber auch nicht mehr allzu viel für die nächste Stufe. Jetzt nur die Frage, wer kann mich. Das war doch schon vorher klar. Noch mehr in Richtung Zweihand unterrichten. So, ich will nur einen von denen jetzt. Einer wird reichen. So, wenn er jetzt ein bisschen flotter kommen würde. So, nehmen wir mit. Und dann den nächsten. Wie viele sind denn hier von denen? So, das speichere ich noch einmal. Ich guck mal, ob hier noch mehr gibt's in dem Bereich. Oder ob es nur die beiden waren. Ne, hier waren es glaube ich nur die beiden. Boah, aber nice. Drachensnapper sind wir in der Lage auszuschalten. Ich lieb's jetzt gerade. Wir sind noch nicht perfekt, aber es reicht aus. Okay, hier gibt's nichts mehr. Das heißt dann nur noch oben. Bei, wie hieß er nochmal? Dessen Hof jetzt hier oben, verdammt! Also Onas Hof, Sekops Hof, Akits Hof, Lobats Hof und wessen Hof war das hier jetzt nochmal, hier oben? Ich bin echt gut darin, seinen Namen zu merken. Verdammt. Bin so verpeilt. War der nicht mit einem B oder so? Ich glaube, der war mit dem B hier oben. Warte mal, ich kann aber auch schon mal anfangen, hier Heiltränke wieder zu schlürfen. So. Obwohl hier nach, wenn wir hier oben sind und da oben erstmal alles freigemacht haben von den Snappern, können wir auch direkt zur Minenkolonie gehen. Und da alles freimachen. Da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Die Orks mal ein bisschen zu dezimieren. Da sind schon mal 2. Jetzt will ich aber wissen, wie, was war, wessen Hof war das hier nochmal? So, Bauer. Bilgot?
Bilgotshof? War das. Hieß er nicht Bilgot? Benga. Bengashof. Genau, Benga. Erst jetzt, kurz bevor ich bei ihm war, kam ich jetzt auf den Namen Benga. Aber okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge dezimieren wir die letzten paar Snapper, die hier sind. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.